Die G7-Staats- und Regierungschefs wollen mit neuen Sanktionen Russlands, Zitat, Kriegsmaschinerie so weit wie möglich lahmlegen. Bei ihrem Gipfel im japanischen Hiroshima beschließen sie deshalb, Russland die G7-Technologien, Industrieausrüstung und Dienstleistungen zu entziehen, die für den Krieg in der Ukraine genutzt würden. In einer gemeinsamen Erklärung heißt es, die G7 blieben geeint in dem Ziel, Russlands Fähigkeit weiter zu untergraben, seine illegale Aggression zu führen. Weitere Sanktionen umfassen demnach Exportbeschränkungen für Güter, die entscheidend für Russland auf dem Schlachtfeld sind. Im Kampf gegen die Umgehung von Sanktionen soll auch verstärkt gegen Unternehmen vorgegangen werden, die für Moskau Kriegsmaterial an die Front bringen. Die G7 verlangen von Russland, unverzüglich, vollständig und bedingungslos seine Truppen aus der Ukraine abzuziehen. Sie verurteilen auch Moskaus Drohung mit Atomwaffen und ihre angekündigte Stationierung in Belarus als gefährlich und inakzeptabel. Gleichzeitig sichern die G7 der Ukraine weitere Hilfe zur Verteidigung und Unterstützung beim Wiederaufbau zu.